Ich besuche in Bünde ein schönes Wohnhaus des Wittekindshofes, welches im Juni 2006 eröffnet wurde. Es ist das Haus am Dustholz und steht im Ortsteil Ennichloh an der Kloppenburgstraße 33. In diesem Haus wohnen Kinder und Jugendliche mit unterschiedlichen Behinderungen und Unterstützungsbedarfen. Die Kinder und Jugendlichen leben hier in drei kleinen Wohngruppen und gehen auf eine Förderschule, das Johannes-Falk-Haus in Lippinghausen. Das Erlernen unterschiedlicher Fähigkeiten wie Kochen, Aufräumen, Wäsche waschen gehört genauso dazu wie Spaß beim Spielen im Garten, bei sportlichen Aktivitäten oder anderen Hobbys. Aber genauso wichtig ist das Chillen mit Freunden. Doch zunächst ein kleiner Rückblick auf die Anfänge der Planung und Gestaltung. Beatrice Fromke ist die Leiterin des Haus am Dustholz. Sie hat zum Anlass des 10-jährigen Jubiläums im Sommer einige Mitarbeiter der ersten Stunde zum Gesprächsrückblick eingeladen. Oder habt ihr euch aktiv auf die Suche gemacht? Oder? Ja, nee, da muss man ein bisschen früher anfangen. Die Bauphase bis zum letztendlichen Betrieb hat fast 6 Jahre gedauert. Es ist so gewesen, dass der Kreis Herford auf Anbieter der Behindertenhilfe zugekommen ist und gesagt hat, wer kann sich vorstellen, ein Angebot für Kinder und Jugendliche zu machen. Und der Wittekindshof hatte Angebote und Bethel hatte zu dem Zeitpunkt, glaube ich, keine Angebote und die Lebenshilfe auch nicht. Und hatte dann irgendwann den Zuschlag gekriegt und dann hat man ja Planungsphasen, danach hat man Finanzierungsphasen und in diesem Zeitraum ist dann mehrfach die Finanzierung einfach hinten rüber gekippt, unter anderem dadurch, dass das Land Nordrhein-Westfalen in der Haushaltssicherung war. Dementsprechend schreit dann natürlich kein anderer der Kostenträger, ach, dann übernehmen wir den Teil, sondern das hat sich so lange hingezogen, sodass wir dann Ende 2004, Anfang 2005 mit dem Bauen angefangen sind. Hier. Und die Entscheidung für dieses Grundstück hier kam ein Stück weit darüber, dass es Beziehungen nach Bünde gab zur Stadt hin, zur Behindertenhilfeszene, wie auch immer im weitesten Sinne. Und wie die Zufälle manchmal sind, das hier war einer der zu dem Zeitpunkt, glaube ich, eher Schandflecken. Das war ein zugewucherter Teil, nass, zwischendurch irgendwie eine alte Gärtnerei mal. Also war nicht so das Ansehnlichste, sodass man da letztendlich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen hat. Man hat die Stadt befreit von einem Schandfleck in Anführungsstrichen und hat, glaube ich, einen recht guten und zentralen Standort gefunden, weil natürlich hier verschiedene Vorteile dadurch sind, dass das Dustholz, so heißt das, Dustfeld ist bei uns, Dustholz hast, wo du spazieren gehen kannst, du hast das Schwimmbad nebenan, die Sportstätten und, also durchaus Dinge, die den Standort ganz spannend machen. Und das war dann der ausschlaggebende Grund, warum man sich dann hierfür entschieden hat. So. Wie lange ging dann jetzt die Bauzeit? Gut 1,5 Jahre, würde ich mal sagen, grob. Also ich gebe zu, so viele, also ja, hat schon eine ganze Zeit lang gedauert. Ja. Wir waren auch zur Einweihung, die wir dann ja vor dem Einzug gemacht haben, war es dann so, dass nur vorne der Eingangsbereich ansehnlich war. Da sind, glaube ich, ich weiß gar nicht, die Einweihung mit Pfarrer Ritter und seinen Begrüßungen war auch für 10 Uhr avisiert. Und um 9 hat dann vorne der letzte Gärtner den letzten Strauch eingepflanzt. Ja. Im Hintergrund wuselte dann nochmal das Reinigungspersonal, die waren schon durch, da musste Inga aber nochmal nachschieben, weil irgendwer hatte dann mit seinen alten Drecksfüßen doch die Bude nochmal zugesaugt. Die waren alle angeschnitten. Und genau. Und dann gab es quasi um 10 die Eröffnung und rundum der Garten sah aus wie Lehm. Das Lehm war das. Lehm. Wie eine Mondlandschaft. Ja. War nichts. Ja. Nur nicht, wir hatten noch nicht mal Platten rundum liegen. Da war gar nichts. Da konnte keiner rein in den Garten. Nur von vorne. Genau, der Garten hat dann noch bis gut zum Herbst gedauert. Mhm. Ja. Und es war der heißeste Sommer überhaupt. Mhm. Wir sind dann immer oben zur Schule gegangen oder ins Dustholz unter Bäume. Dass du Schatten hattest, das wurde mit den Kindern nicht auch aufhalten konntest. Ne? Und oben auf dem Balkon gab es auch Planschbecken und solche Geschichten. Ja. Ja. Das war so der Raum, wo man raus konnte. Und ja gut, hier unten ja noch nicht, wenn auch keine Platten gelegen haben. Nee, hier unten konntest du so den Garten nicht nutzen, wie er jetzt ist. Ja. Das hat sich dann über die Jahre war, glaube ich, da war die Terrasse fertig, ne? Da war die Terrasse. Ja gut, die Terrasse, die Platten lagen, aber sonst war da rundherum... Nee, sonst nichts. Aber hier war noch nichts.
Nee, gar nicht. Trotzdem war das eine schöne Einweihungsreihe. Da vor der Tür so eingerahmt mit dem großen Schlüssel, den man dir übergeben hat. Der hängt da auch in der Bollerwagen. Ja, ja. Und den Bollerwagen haben wir geschenkt gekriegt. Und der liegt auch noch Teddybären. Teddybären. Aber die leben alle nicht mehr. Also ja. das hatte schon was. Und man konnte dann halt diese Feuertreppe zur 2 hoch. Da standen auch überall Leute. Ich besuche die Wohngruppe 1. Hier werden Kinder betreut, die vorwiegend einen höheren Unterstützungsbedarf haben. Und was kommt danach? Zähneputzen. Mhm. Und danach? Schlafen. Genau, und dann? Bett. Gehst du ins Bett. Auf der Wohngruppe 2 treffe ich die Kinder und Mitarbeiter beim Kakaotrinken an. Noch einen, wenn du möchtest. Wenn das jemand sieht. Vielleicht erzählst du mal was oder welche Leute hier auf der Wohngruppe wohnen. Möwi. Ja! Hey! Wer wohnt hier, genau? Wer noch? Sonja. Sonja wohnt auch hier, genau. Nein. Nein, wo wohnst du? Du bist hier zu Hause, ne? Ja. Sarah. Tag, genau. Wie Sarah, Sonja, Verena, Denise, Steve, Dara. Möchtest du jetzt dein Zimmer zeigen? Ah, Ordnung muss sein. Ich folge Neville, der mir voller Stolz sein Zimmer zeigen möchte. Guck mal. Das ist Asterix. Der Dünne. Und das ist der obere Lix, der Dünne. Und der kleinste da unten ist Idefix, der Hund von den beiden. Dann habe ich gemerkt, dann habe ich einfach gedacht, oh, dann nenne ich ihn eben Schnuff, weil das ja keine richtige Katze mehr ist. Der ist vor langer Zeit kaputt gegangen. Und der Schnuff sieht witzig aus. Der spielt immer mit mir und streitet. Wir streiten uns nämlich immer, Weil wenn der Schnuff böse ist, pack ich ihn dahin. Und wenn der Schnuff auf mich böse ist, pack, dann schlaf ich da mal. Jetzt eine mitnehmen. Nun machen sich alle fertig, denn heute Nachmittag ist eine Außenaktivität mit den verschiedenen Rädern geplant. Die Mitarbeiter begleiten die Gruppe zum nahegelegenen Gelände des Schulzentrums. Hier fahren sie ungestört, mit viel Spaß und voller Freude an der Bewegung. Thank you.
Einige Kids gehen regelmäßig einmal pro Woche nebenan in die Bünder Welle. Hier haben bereits einige Kinder schon ihr Schwimmabzeichen gemacht. Bei schönem Wetter bietet auch der Garten ringsherum viele Spielmöglichkeiten an. Auf der Wohngruppe 3 soll eine deftige Kartoffelsuppe zubereitet werden, sowie ein leckerer Preiselbeernachtisch. Jeden Samstag wird auf allen Gruppen gekocht.
das gemeinsame Abendessen. Hier tauscht man sich aus und bespricht den weiteren Verlauf des Abends. Was machst du nur, wenn du so lange aufbleibst heute? Musik hören. Und Lieder?